Gut, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag in der Session. Vorhin dachte ich, waren so wenig Leute hier, da dachte ich, das liegt am schönen Wetter draußen. Jetzt gehe ich mal davon aus, es hat draußen angefangen zu regnen und zu gewittern. Nein, das liegt natürlich an dem spannenden Vortrag, den wir jetzt zu erwarten haben. Das ist der erste von zwei Vorträgen, sozusagen Erfahrungsberichte. Und hier wird es jetzt darum gehen, von WMS zu WMTS, zu Vector Files. Ich bin gespannt. Du hast das Wort. Ja, danke schön. Ich freue mich auch, ein Thema gefunden zu haben, das sowohl OSM-Leute wie auch die GIS-Leute interessiert, offenbar. Meine Person, ich bin mit Kalber, arbeite für SourcePol. Wir machen eigentlich hauptsächlich Cookies, aber immerhin gibt es da noch eine Verbindung zum Vortrag vorher. Wir haben auch so ein GBIF-Plugin für Cookies gemacht, machen sonst Core Development, Cookie Server, Printing und so weiter. Machen auch WebGIS, und das kommt jetzt zum jetzigen Thema. Einerseits betreiben wir Cookies Cloud, andererseits haben wir einen neuen Webclient entwickelt und sind auch bei den Vector Tiles halt am Thema dran. Ich würde zuerst mal, für gewisse wird es langweilig sein, vielleicht halt sagen, um was es überhaupt geht bei diesen Vector Tiles. Und zwar braucht man da, muss man eigentlich zuerst eine Demo machen. Ich nehme jetzt die Mapbox-Demo. Ist dann schon, genau. Und zwar, das hier ist die Karte. Und das ist jetzt eine Vector-Tiles-Karte. Ich meine, da merkt man jetzt nicht an, was die Technologie dahinter ist. Aber es ist wichtig zu wissen, dass die Karte jetzt eigentlich vektormäßig kommt. Das heißt, alle diese Parzellen sind OpenStreetMap-Daten, die im Browser gerendert werden. Und jetzt der Schritt mit diesen Mapbox-Vector-Tiles war, dass sie ein neues Format definiert haben, das einfach viel kompakter ist. Und das erlaubt jetzt wirklich auch OpenStreetMap-Basiskarten im Client zu rendern. Genau, man kann dann so schöne Sachen machen wie so Transitions, wenn man es halt clientmäßig macht. Man kann drehen, man kann kippen. Ja, die sind jetzt nicht so smooth, wenn ich jetzt reinzoome, rauszoome. Aber das ist wirklich interaktiv, einfach jetzt das Rendering derselben Daten. Man hat optimierte Daten für verschiedene Zoom-Stufen, die kachelweise angefordert werden. Durch das, dass es Daten im Client vorhanden sind, kann ich natürlich auch diese Informationsabfragen einfach machen. Also ich brauche keine Tricks hier, sondern ich habe die Daten direkt, kann die Feature abfragen. Ich kann jetzt auch etwas Interaktives machen, selektiere mir alle Gebäude vom Typ XY, kann ich relativ einfach machen. Das sind jetzt irgendwie alle Bäume da von New York City. Und ich kann das Design durch das auch dynamisch machen. Und ich könnte jetzt hier auch einen Switch machen, machen wir es jetzt halt blau statt grün. Das ist alles keine Sache, weil es eben im Browser passiert. Ja, das jetzt so als Einstieg. Und jetzt gehe ich tief rein in die Technik. Also dieses Vektorteilformat, ich spreche jetzt von den Mapbox-Vektorteils, das ist, die haben einfach Spezifikation geschrieben, haben die aufs Internet gestellt, und auch dadurch, dass jetzt Esri die übernommen hat in ihrem Produkt, wurde sie eigentlich schlagartig zum de facto Standard, und weil die Anwendung halt wirklich gut funktioniert. Das Format dahinter ist nicht mehr wie bisher häufig ein JSON oder was, sondern es ist ein Binärformat. Das ist das Protokoll-Buffer-Format, mit dem Vorteil auch, dass es streamable ist. Das Ganze wird in Kacheln ausgeliefert, deshalb die Tiles. Mit dem Puffer, da komme ich noch drauf.
Und die Geometrien, das ist, wie es nicht alle, die werden in Bildschirmkoordinaten übertragen. Und das heißt, das sind dann Ganzzahlen, sie sind optimiert enkodiert. Aber das bedeutet auch, es sind nicht, wie jetzt die Gisler erwarten würden, wenn ich Vektor im Titel habe, dass ich quasi wie ein WFS die Rohdaten kriege, sondern ich kriege hier aufbereitete Daten optimiert für die Darstellung. Das ist ganz wesentlich zu wissen. Also man kann es schon auch anders verwenden, aber gemacht von der Spezifikation her ging es eigentlich um die reine Darstellung von Daten mit diesen Zusatzfunktionen, die ich gezeigt habe. Die Geometrietypen sind Punkt, Linie, Polygon, alles eigentlich gerade Multi. Es gibt Datenattribute dazu, haben wir jetzt gerade gesehen bei den Bäumen. Und es gibt auch eine Feature-ID, die ist aber optional. Und in so einer PBF-Teil, also Kachel, kann ich mehrere Layer reinpacken. Das heißt, es wäre jetzt möglich gewesen, diese Demo, dass das eine einzige Teil ist, oder wo alle Layer drin sind, die ich dann ein- und ausschalten kann. Hier mal schematisch dargestellt, also wenn ich jetzt das Grid habe, hier jetzt mal 4x4, und jetzt eine Kachel anschaue, dann ist eben wichtig, oder ein Trick ist dieser Buffer, den ich nutzen kann, weil ich habe natürlich die klassischen Probleme, wenn ich Kacheln habe, ich zerschneide die Geometrien. Und das heißt, wenn ich jetzt die dann ohne Rand, ohne Puffer verarbeiten würde und die abschneide am Rand, also Klippe, und die dann ganz normal rendere, das heißt, ich zeichne den Rand jeweils, dann hätte ich quasi diese Schnittstriche drin, wo ich dann die verschnittenen Polygone sehe. Und der Trick jetzt bei diesen Vektorteils ist, dass ich ein Buffer drum mache, das heißt, die Grenzen der abgeschnittenen Polygone, die liegen quasi außerhalb von der Kachel, die sehe ich nicht. Also ich sehe jetzt nicht den ganzen gelben Bereich, sondern ich sehe da nur den inneren Bereich. Und diese abgeschnittenen Grenzen oder die verschiedenen Polygongrenzen, die sehe ich einfach nicht. Es erlaubt auch noch andere Tricks, also oder Optimierungen. Ich kann auch bei Punkten, Pois, halt wirklich über die Kachel rausgehen, und das heißt, es geht dann viel schneller, wenn ich panne, weil ich die Daten eigentlich schon habe. Und es erlaubt mir auch, besseres Labeling zu machen. Weil das ist das andere große Problem, neben den verschnittenen Polygonen, das ist das Labeling, weil auch das muss ich jetzt kleinseitig machen. Und da habe ich wieder die klassischen Tiling-Probleme. Das sind zum Teil also zu häufig wiederholte Labels. Das heißt, wäre jetzt in dem Fall, wenn ich ein Polygon unterteile hier und das aber in jeder Kachel wieder labele, dann sieht das ganz hässlich aus. Und wenn ich die aber über die Feature-ID quasi wieder als eines anschaue, dann kann ich das Label dann wieder gesamthaft sinnvoll platzieren. Und dasselbe bei Linien. Ich will nicht zu häufig, aber auch nicht zu selten labeln. Das heißt, hier wird jetzt alles wieder neu aufgebaut auf Client-Seite, was man eigentlich auf Server-Seite auch schon implementiert hat. Also hier gibt es halt auch wieder Herausforderungen. Und wenn ich jetzt das vergleiche, um den Titel gerecht zu werden, beim WMS hatte ich viel weniger Probleme. Da hat der User gefragt, ich will diesen Kartenausschnitt, ich konnte die Labels optimal positionieren, ich hatte keine Probleme mit Schnitten zwischen Kacheln. Ganz einfach. Bei WMTS wird das mit einigen Tricks gelöst, halt auch so Buffer-Tricks und so weiter, um diese Labeling-Problematiken zu reduzieren. Gewinne dafür massiv an Skalierbarkeit, weil es einfach viel einfacher ist, halt meine fertigen Kacheln auf 10 bis 100 Servern zu verteilen und die dann da zu holen. Ich muss keine aktive Applikation am Laufen haben auf Serverseite, und ich kann cachen. Das ist der große Unterschied, und sowohl auf Serverseite wie vor allem auf Clientseite. Diese Vorteile habe ich bei Vektorteils auch. Das heißt, Caching, Skalierbarkeit, es verhält sich wirklich wie Rasterkacheln.
kriege aber die Interaktivitätsmöglichkeiten dazu, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Ich kann viel flexibler darstellen und habe auch ein junges Problem gelöst, dass jetzt so die Rasterkacheln haben, diese High-DPI-Bildschirme, die gekommen sind in den letzten Jahren. Da habe ich bei den Rasterkacheln das Problem, dass ich jetzt auch immer höhere Auflösung machen muss, um dem gerecht zu werden, und dadurch werden sie immer größer und dann geht der Geschwindigkeitsvorteil zum Teil verloren. Und jetzt im weiteren Vortrag konzentriere ich mich eigentlich auf darauf, wie kann ich jetzt solche Vektorkacheln selbst machen mit meinen Daten. Und da muss ich mich jetzt bei den OpenStreetMap-Leuten ein bisschen entschuldigen. Wenn ich jetzt sage, meine Daten, meine ich jetzt eben nicht OpenStreetMap-Daten, sondern meine anderen Daten. Und das ist ein großer Unterschied jetzt bei der Software, weil vieles kommt eigentlich aus der OpenStreetMap-Ecke und konzentriert sich auf dieses Datenformat. Und gewisse unterstützen dann auch noch andere Formate. Und da gibt es solche, die vor allem auch auf andere Quellen ausgerichtet sind. Und meine Lieblingsquelle ist PostGIS. Das weiß ich jetzt nicht mit OpenStreetMap, aber da kann jetzt halt irgendwas drin sein. Dann brauche ich einen Tileserver, der mir diese Tiles produziert. Das sind diese PBF-Files. Und die Linie bedeutet, wenn ich die PBF-Files mal habe, diese Tiles, dann brauche ich den Unterteil nicht mehr. Also zum Ausliefern brauche ich eigentlich nur noch einen Webserver und den Client dazu. Im Extremfall nicht mal Webserver, ich kann auch sagen, mein Viewer kann PBF-Files direkt lesen. Auf Client-Seite habe ich jetzt schon zwei Produkte reingeschrieben, MapBox.gl, die halt eben diesen Standard gemacht haben oder diese Spätz geschrieben haben, aber unterdessen auch OpenLayers, die eigentlich dieses OpenGL JSON in OpenLayers auch darstellt. Und das Styling ist jetzt in dem Fall mit Mapbox Styles gemacht. Das ist ein JSON-Format, wo ich Stile definieren kann. Und ich stelle jetzt eigentlich möglichst viele Werkzeuge vor und vergleiche die ein bisschen auf verschiedenen Stufen von dem Stack. Es gibt quasi eine zentrale Webseite, wo sich alle diese Implementationen selbst eintragen können von Mapbox. Das heißt, da findet man die ich jetzt hier nenne, plus noch viele mehr auf allen Ebenen. Und ich konzentriere mich jetzt mal auf diese hier. Also einerseits die Node Mapnik-basierten Applikationen. Dann von Tilesend gibt es einen Tileserver, Tegola ist einer, T-Rex und sehr neu GeoServer und, glaube ich, noch neuer, auch noch PostGIS, wo das direkt geht. Node Mapnik, das sind die Node.js Bindings für Mapnik. Das ist ja quasi der Map-Server, der mit OSM-Daten genutzt wird, aber eigentlich ein oder ein WMS-Server auch, der für alle Daten genutzt werden kann. Der unterstützt PostGIS als Datenquelle. Und darauf basieren eigentlich verschiedenste Tools, die einfach in der Node.js-Welt sich bewegen. Cartotherion, weiß auch nicht, wie man es genau sagt, das ist der Tileserver von Wikipedia. Der ist eigentlich spezialisiert, um Wikipedia-Karten aufzubereiten. Dann Tessera ist auch so ein Mapnik, also Tilelife-basierter Tileserver. Das Problem von denen ist eigentlich immer, wenn ich jetzt aus meiner Sicht komme, ich will meine allgemeinen PostGIS-Daten rendern oder Vektorteils daraus machen, ich finde eigentlich keine Dokumentation. Also die fordern enormes Insiderwissen, um sich da einzuarbeiten, und deshalb kann ich die eigentlich heute einem, sagen wir, normalen Endanwender absolut nicht empfehlen. Außer jemand gibt mir da noch einen heißen Link, wo mehr Doku drin steht, aber also ich muss fast in den Quellcode rein, um irgendwie
den Ansatzpunkt zu finden. Wo sind diese Konfigurationen? Genau, meistens wird das mit YAML konfiguriert. Die Formate sind MVT. Quelle PostGIS wird eigentlich unterstützt. Das heißt, theoretisch wäre das ein gutes Stack. Und es gibt, was unterdessen gibt, ist aus dem OSM2Vector-Tiles-Projekt ein Docker-Container-Sammlung, die man quasi, die den ganzen Stack aufsetzt, weil das ist relativ kompliziert. Aber da kann ich quasi mit einem Docker-Compose-Aufruf kriege ich einen ganzen Stack, aber spezialisiert auf OSM-Daten und leider noch nicht dokumentiert, wie ich jetzt andere Daten konfigurieren würde. Heißt das noch 5 Minuten? Gut. Dann muss ich Gas geben. TileZen ist eigentlich so eine andere Organisation in den USA, die ähnliche Sachen macht wie Mapbox. Die haben einen Python-Server gemacht. Der wird mit YAML konfiguriert. Gibt noch andere Formate aus, neben MVT, also auch noch TopoJSON, GeoJSON, macht auch PostGIS, hat sehr gute Geometrie-Post-Processing-Funktionen, aber leider auch null Dokumentation. Dann Tegola, das ist ein jüngeres Projekt, das wurde in Go geschrieben. Die haben ein TOML-Format, wo sie Layer konfigurieren. Ist in dem Sinn gut lesbar, MVT-Output, auch PostGIS, einfach zu installieren, es ist ein Executable. Als Spezialität, dass es auch mehrere Datenquellen unterstützt. Und dann komme ich zu meinem Projekt, muss ich auch vorweg sagen, das ist T-Rex, das ist in Rust geschrieben, auch in TOML, wobei ich zuerst war, muss ich sagen. Das ist so ein INI, schönes INI-File, sage ich mal. Auch ein Single Executable. Als Spezialität ist, dass Webserver und Viewer gerade eingebaut sind und es ein Kommandozeilen-Cache-Seeding-Tool gibt und dass auch nicht Mercator-Projektionen unterstützt werden. Das ist vom Standard her kein Problem, aber bis jetzt hat es niemand implementiert, weil alle halt mit Mercator arbeiten in dem Bereich. Und jetzt neu ist auch, dass man die Styles gerade einbetten kann. GeoServer unterstützt seit kurzem ebenfalls MVT-Output. Ist in Java geschrieben und da konfiguriere ich auch SQL, habe ein Web-Backend, um das zu konfigurieren, diese Layer. Unterstützt in dem Sinne natürlich sehr viele Datenquellen, also alles, was man so sich vorstellen kann und unterstützt auch noch andere Output-Formate. Und dann ein Spezialfall, aber vielleicht auch interessant, ist diese PostGIS-Funktion. Die ist jetzt erst im Trunk, aber wird in der nächsten Version dann drin sein. Die Dokumentation gibt schon. Das heißt, man kann jetzt eine Stored Procedure aufrufen oder eine Funktion aufrufen, STS-MVT, und kriegt die Daten als MVT-Proto-Buff-File raus. Das ist aber natürlich auch relativ low-level. Das heißt, ich kann es in dem nicht konfigurieren. Ich muss SQL machen und dann muss ich ja noch mehr drum machen. Das heißt, es ist eher interessant, wenn ich selber mir eine Anwendung schreiben will. Und jetzt, ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Ich wollte jetzt das wirklich vorzeigen, wie das geht mit T-Rex. Was ist die Schnelldurchlauf? Schau mal, wie weit, dass ich komme. Wenn ich das installiert habe, dann kann ich eigentlich einfach das Executable aufrufen und eine Datenquelle angeben, Postgres. Kriege ich hier noch ein paar Warnings, weil er Datentypen konvertieren muss. Und dann steht hier ist der ich habe jetzt ganz einfach Natural Earth Daten drin, das heißt, er wird jetzt nichts Überwältigendes erscheinen. Und dann sagt er mir, was hat er jetzt für Layer gefunden in der Datenbank. Und dann kann ich die anzeigen, zwar mit verschiedenen Viewern. Mapbox und so weiter. Habe hier noch so Inspect-Tools drin, wo ich dann noch genau reinschauen kann, was da dahinter sind, Features oder Attributeinformationen vorhanden sind. Und mit dem Inspector habe ich noch eine andere Inspizierfunktion, wo ich sehe, wie groß sind die Vektorteils und solche Sachen. Aber ich jetzt, was soll ich noch zeigen? Also ich kriege jetzt nicht den ganzen Workflow hin in 5 Minuten.
Noch eine Minute, gut, dann. Ja, was soll ich noch zeigen? Ich würde jetzt noch schnell das Seeding zeigen. Also wenn ich jetzt jetzt habe ich die Config natürlich nicht erzeugt. Ich generiere jetzt mal eine Konfiguration. Genconfig. Wie heißt's? Jetzt werde ich nervös. Genconf. Ja, genau. Ich habe vorhin, hier ist sie aber. MyConfig. Jetzt habe ich noch den Cache nicht initialisiert. Jetzt wird es definitiv knapp. So sieht diese Konfiguration aus. Die wurde jetzt automatisch generiert. Einfach aus dem, was er in der Datenbank gefunden hat. Die würde ich jetzt natürlich noch wesentlich optimieren. Muss jetzt aber mindestens noch sagen, wohin, dass er den Cache schreiben will. Soll. Und dann kann ich diesen Cache füllen. Hier jetzt nur ein paar Levels, dass es hier nicht fertig wird. Und dann habe ich eine Sammlung von MVT-Files. Und dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Bis zu welchem Level habe ich es? Ah doch. Also ich habe jetzt da ja irgendwie ins Temp. Da hat er jetzt die Files kreiert. Und die kann ich jetzt natürlich direkt ausliefern, wieder mit denselben UR-Technologien. Einfach nicht online gerendert oder online produziert, sondern direkt aus dem Cache. Oh, jetzt hätte ich noch ganz viele Folien vorbereitet. Es gibt auch noch ein Stack von Tangram, also von Map10. Tangram Viewer mit anderem Style, der ein bisschen besser lesbar ist, ist in YAML. Und ich wollte auch noch demonstrieren, wie ich mit Merputnik die Styles editiere. Das ist ein Open Source Editor für Styles, wo ich jetzt diese Styles noch verfeinern könnte. Ja, und dazu habe ich die große Linksammlung, wo man dann selber weiterschauen kann. Dankeschön. Ja, recht vielen Dank und für das hervorragende Arbeiten unter Zeitdruck. Also die Software scheint auch unter Zeitdruck zu funktionieren. Sind denn Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit, dann können wir vielleicht noch die eine oder andere Schnellfolie nochmal zurückholen, wenn es gewünscht wird. Was für Backends hat denn der T-Rex zum Cachen von den Tiles? Kann man die irgendwie in S3 schieben oder in eine NoSQL-Datenbank oder sowas? Also man kann sie jetzt in ein mbtiles-File reinschieben mit dem Mapbox-Tool, mbutil, und auf S3 muss ich sie jetzt quasi von Hand schieben, wenn ich will. Also hat keine eingebaute S3-Unterstützung. Weitere Fragen? Nur ein Hinweis, PBR ist ja wie ZIP nur eine Kompression und in OSM-Kreisen wird das immer direkt mit dem XML verwechselt. Einfach das ist es nicht. Es ist Mapbox-Vector-Tiles im PBF eingepackt. Im PBF ist ein generisches Format, wo man vieles einpacken kann. Ja. Und OSM packt ja auch Daten in PBFs. Ja. Und das sind jetzt Mapbox-Tiles, die in PBFs eingepackt werden. Genau. Und als Hinweis, man kann ja auch dann die, also was kannst du sagen zur Auslieferung mit dem Style? Also das heißt, wie kommt der Style dann ins Spiel? Das sind jetzt die Daten, die generiert sind. Und wie kommt der Style ins Spiel? Danke. Also der Style ist da rechts oben im Client. Der muss dann irgendeine Beschreibung haben, wie er die Daten rendern soll. Und das ist dieser Style. Und der Style von Mapbox, das ist ein JSON. Format, wo ich dann sagen kann, Feature, also Layer so ist, wie soll blau dargestellt werden und dann auch mit vielen Möglichkeiten, die ich habe. Und das ist das JSON-File, das wird zur Laufzeit vom Client, also zum Beispiel Mapbox GL, gelesen und umgesetzt. Gut, noch eine kurze Frage irgendjemand? Aber kurz, 10 Worte, ich zähle mit.
Hi, nun sind WMS und WMTS OGC-Standards. Wie ist das mit Vektorteils? Es gibt noch keinen. Es gibt so, also nicht offiziell, aber was ich gehört habe, gibt es einen Plan, einen zu machen. Aber sie werden nicht, also im Moment ist nicht der Plan, dass sie einfach Mapbox quasi zum OGC-Style machen, Standard machen, sondern sie werden ihn erweitern. Mal schauen, wie lange das geht und dass er hoffentlich nicht so groß wird. Gut, mit diesen Wünschen für die Zukunft oder dem Ausblick enden wir hier. Recht vielen Dank nochmal. Und gleich geht's weiter.